Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Wir sind hier wieder bei den Simpsons gelandet, weiter geht's ja in unserer Westernwelt. Jetzt habe ich mir so ein bisschen mehr in den Kopf gemacht. Als nächstes jetzt, gleich zum Anfang, du hast ja schon gelesen, ne? Wir bauen ja heute eine Schmiede und aus auch einer passenden Folge, die blende ich dir hier ein, kannst du dir gerne angucken. Ist nicht so ganz westernmäßig, aber hat doch schon ein bisschen was zu tun. Und von daher könnt ihr euch das auch gerne mal angucken, wenn ihr ein bisschen mehr zu der Schmiede erfahren wollt. Das Ganze ist so ein kleiner Mix aus der Folge und aus der Schmiede-App. Da gibt es das ganze Gebäude auch. Und da dachte ich mir, hey, eine Schmiede in unserer Westernstadt, die passt ja noch gut rein. Gleich danach bauen wir dann, also ich versuche so schnell wie geht, denn da noch ein weiteres Video zu machen, da bauen wir dann schon einen Stall. Also das soll so ein Stall sein, der war beim Western-Update von der Spiel-App mit dabei. Den werden wir dann danach bauen. Aber bevor wir uns jetzt ranmachen, das Ganze zu bauen, möchte ich noch ein, zwei Informationen loswerden. Und zwar wollte ich nicht unbedingt jetzt ein extra Video machen, das hänge ich einfach vorne ran. Und zwar ist einfach so, wir haben wie letztes Jahr einen Kalender erhalten. Und zwar, wenn ich immer jetzt einloggst, vom 20. war das bis jetzt zum 3. Januar, erhältst du von Minecraft so kleine Geschenke. So eine Welt war jetzt dabei. Ich habe jetzt am 20. verpennt, am 21. gab es jetzt die Welt und heute ist ja der 22. Da gibt es denn auch wieder irgendwas. Ich habe noch nichts gekriegt. Ich denke mal, heute Abend kriegen wir was. So haben sie es jedenfalls geschrieben. Letztes Jahr haben sie es schöner gemacht. Naja. Aber jedenfalls einloggen, mitnehmen. Diese kostenlosen Sachen, Rabatte gibt es auch. Aber ich glaube, das geht uns allen so ein bisschen zur Seite vorbei. Ne? Also wir wollen ja mal so ein bisschen das Kostenlose mitnehmen. Ne? Ansonsten hat noch einer geschrieben. Da gehe ich wieder auf einen Kommentar. Einen habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Und zwar wurde vorgeschlagen, einen Zoo zu bauen. Und das fand ich super. Ich hatte auch schon den Gedanken mal gespielt, einen Zoo mitzubauen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe. Aber wir haben jetzt ja Pandas gekriegt. Und da kann man ja mal gucken, ob wir einen Zoo uns jetzt langsam am Rennen setzen hier nach der Westernwelt. Ich werde nicht nochmal so machen, jetzt bis zum neuen Jahr nochmal so ein Riesenprojekt und das durchziehen. Guck mal, das ist ja auch schon wieder, die Westernwelt dauert ja auch schon wieder so lange. Von daher versuchen wir hier noch schnell die paar Gebäude zu bauen und dann fangen wir mit dem nächsten Projekt an und dann versuche ich mehrere Projekte zu machen fürs neue Jahr, dass wir nicht so kleben bleiben an einer Sache, ne? Na gut, dann fangen wir jetzt mal an, die Schmiede uns zu bauen, das heißt wieder an die Kiste ran. Und dann schnappen wir uns einfach mal, würde ich mal sagen, ein bisschen rosane Keramik, denn Fichtenholzblöcke, davon nochmal die Stufe, dann holen wir uns Stolperdraht. Dennoch ein bisschen gelbener, trockener Beton, finde ich. Kannst auch gelbe Wolle nehmen oder an sich irgendwas gelbmäßiges. Dann holen wir uns noch ein paar Schilder raus, die wir brauchen. Dann holen wir uns steinzige Treppen, Stufen und einen Baumstamm. Ich empfehle dir einfach mal Eichenholz. Kannst auch irgendeinen anderen gerne nehmen. Ja, dann ziehen wir uns erstmal den Grundriss unserer Schmiede. Dann schnappen wir unsere rosane Keramik. Die Schmiede ist zwar aus Holzwänden gebaut, aber wir haben nicht so einen richtigen Rotton in Holzversion. Von daher nehme ich einfach mal die rosane Keramik. Hat mir jetzt am besten gefallen dazu. Und damit ziehen wir jetzt unseren Grundriss von einer Länge von 1 Block, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcken. Also 15 Blöcke erstmal gerade lang. Dann gehen wir mal an den Seiten nach hinten weg. Da setzen wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Blöcke ran. Insgesamt haben wir aber 13 Blöcke hier auf der Seite. Andere Seite ziehen wir das gleiche Spiel auch nochmal auf die gleiche Länge nach hinten weg. So, auch hier insgesamt 13 Blöcke haben wir. Und dann können wir die Rückseite miteinander noch verbinden. Wenn wir denn unseren Grundriss hier haben, können wir das Ganze auch jetzt noch ein bisschen höher bauen. Wir setzen noch 1, 2, 3, 4 weitere Blöcke einfach mal mit drauf. Haben wir das Ganze denn hochgezogen, haben wir hier natürlich eine Höhe von insgesamt 5 Blöcken und können uns jetzt mal an die Seiten begeben. Da ziehen wir das Ganze jetzt auch etwas höher schon fürs Dach. Da lassen wir an den Seiten jeweils 2 Blöcke Platz, ziehen dann erstmal hier eine Spur rauf und dann jeweils lassen wir an der Seite einen Block Platz. Also machen wir hier so eine Pyramide hin, ganz einfach bis ganz nach oben, da haben wir dann noch einen Block. Super, und dieses Spiel machen wir auch nochmal auf der anderen Seite. Einfach hier hinfliegen, an den Seiten 2 Blöcke Platz lassen und dann hier erstmal so eine Spur ziehen und dann hier erstmal eine Pyramide. So, bevor wir jetzt aber das Dach schon raufsetzen, machen wir erstmal die Türen überall hin. Wir fangen auf der Vorderseite an. Das Ganze mache ich mir hier einfach mal auf der linken Seite. Lass an der Seite 2 Blöcke Platz, schnapp mir den Fichtenholzblock und setze hier einfach mal 3 Blöcke hin. Dann würde ich mal sagen, lasse ich mir jetzt mal 5 Blöcke Platz und setze mir auch noch hier so ein Dreier hin. So ein bisschen die Breite unserer Tür ganz oben drauf, setze ich einfach mal Fichtenholzstufen. Und dann kannst du hier hinten das einmal weghauen, die drei Reihen hier. Die schlagen wir frei, denn das wird jetzt unsere Tür werden. Das heißt, wir nehmen uns wieder unsere Keramik. Ich mache jetzt einfach mal so, dass die Tür zur Hälfte auf ist. Das heißt, ich mache mir einfach eine, die hier so hin, die zu ist.
und dann hier auf der anderen Seite einfach eine, die so schräg aufgeht. Du kannst das gerne auch wechseln oder nach innen bauen, wie du halt dir das Ganze machen möchtest. Ich mache mir auch hier gleich ein paar Türgriffe hin, einfach hier mit einem Stolperdraht ein bisschen dargestellt. Auf der Vorderseite und Rückseite, dass du es von hinten dir auch aufmachen kannst. Du kannst dir natürlich auch gerne jetzt hier hinten schon hier die Seiten weghauen. Dann machst du hier gleich hier so die Rahmen der Tür rein. Ne, wie du das Ganze machen möchtest, kannst du auch freilassen. Ne, ganz deine Sache. Ja, dann haben wir schon mal eine Tür. Kommen wir zur nächsten Tür, die auf der Seite sich hier befindet. Da nehmen wir erstmal wieder unsere Fichtenholzblöcke. Ich fange wieder links an, das mit drei Blöcke Platz. Setzen wir 1, 2, 3, 4 Baumstämme, einfach ein paar Fichtenholzblöcke hin. Dann gehe ich zur Seite, lasse mir jetzt hier so 4 Blöcke Platz und setze mir nochmal 1, 2, 3, 4 Blöcke hin. Zack, und dann mache ich mir oben wieder eine Stufenreihe, einfach mal oben rauf. Die Rückseite können wir dann hier weghauen, damit wir das hier so wieder so frei haben. Ich mache jetzt hier die Tür einfach komplett zu. Du kannst sie auch hier gerne auflassen oder zumachen, wie du halt gerne dir das Ganze machen möchtest. Hier hinten, ne, da kannst du es ja auch wieder freischlagen oder dann halt dir ein paar Holzblöcke hinsetzen, wie du es dir halt ganze mal gerne machen möchtest. Ansonsten mache ich mir das hier einfach zu, zack, bis oben hin. Türgriffe noch ranknallen, zack, damit wir sie auch aufmachen können. Und fertig ist auch erstmal diese Tür. So, dann machen wir noch eine weitere auf der Rückseite hin. Die wird genauso werden wie auf der Vorderseite. Einfach hier zur Seite hinten fliegen, wieder linke Seite. Zwei Blöcke Platz lassen, mache ich mir hier drei Holzblöcke hin. Lass mir 5 Blöcke Platz und setze mir hier nochmal 3 Holzblöcke hin. Oben wieder eine Stufenreihe rauf, hinten freischlagen, ne, damit man ja auch reinkommt. Und dann mache ich mir auch so wie auf der Vorderseite so einfach, dass es zur Hälfte auf ist. Ne, du kannst es hier auch gerne zumachen, wie du halt dir das Ganze halt machen möchtest. So, hier machen wir dann auch wieder ein paar Türknäufe hin, ne, dass wir es hier aufmachen. So ein paar Schalter, ne, dass wir hier rein und rauskommen. So können wir ja auch, sage ich mal, freihauen. Ne, das macht man sich halt, wenn man das Ganze einrichtet, wie man sich das hier verkleidet. So oder so oder ganz anders, wie es dir halt einfällt. Dann fliegen wir nochmal auf die Seite hier, wo wir dieses eine Tor haben. Hier machen wir noch ein Fenster hin, einfach hier auf der rechten Seite schlage ich mir jetzt hier einfach so ein Fenster rein von einer Höhe von 3 Blöcken und mache ich mir einfach ein paar Stufen hin. Die Fenster machen, also das Glas machen wir später rein, aber kann man sich ja schon mal hier so ein bisschen freihauen. Über unserem Tor machen wir auch noch die Schrift von der Schmiede hin, also da steht auch wirklich Schmiede drauf. Schlage mir einfach hier so eine Reihe oben weg und setze sie mir einfach dann hier einfach mal den gelbenen trockenen Beton rein und dann kann man sich hier auch die Schmiede raufschreiben. Ich mache mal so einen Buchstaben pro Schild. Ich werde es hier einmal kurz vorfertigen. So, gleich mal hier aufgeschrieben. Also Schmiede schreiben rauf. Das Ganze natürlich auf Englisch wie beim Original. Ich blende den Namen einfach mal ein hier. Ich habe mir das ein bisschen aufgeteilt. Hier vorne einfach BL, dann ACKSMITH und dann passt es perfekt drauf auf die komplette Länge. Okay, wenn wir das dann erstmal haben, geht's weiter. Und zwar ziehen wir uns jetzt schon mal oben das Dach rauf. Wir schnappen uns erstmal unseren Baumstamm. Den platzieren wir ganz oben einmal rauf, damit das schon mal so sitzt auf der Rückseite machen. Also auf der anderen Seite machen wir es dann genauso. Und dann können wir uns hier schon mal unser Dach ein bisschen raufziehen. Das Ganze ist nicht wie beim Vorbau aus Holz, sondern das Original ist auch so ein bisschen aus, ja, Ziegelstein, würde ich mal sagen. Wir nehmen hier einfach hier auch Steinziegelstufen. Wir machen jetzt an der Seite einfach mal so hin, dass wir auf dieser Zweierfläche einen Block hinten ranhauen und vorne eine Treppe und ganz vorne machen wir dann natürlich eine Stufe. Danach geht es einfach ganz normal weiter mit Treppen, wie man so ein bisschen kennt und ganz oben machen wir einfach eine Stufe rauf. Auf der anderen Seite natürlich geht es dann auch so wieder runter. Und da sind wir noch nicht ganz fertig. Das müsste man sich dann natürlich bis zur anderen Seite einmal ziehen. Das mache ich dann hier wieder, ne, mit dem Fingerschnippen. Aber wir wollen es ja auch noch gleich überstehen lassen. Und wie machen wir das Ganze? Wir fangen einfach an der Seite an, hier erstmal ein paar Stufen uns hinzuziehen. Hier auch, dann mache ich mir auch hier noch wieder eine Stufe hin und dann mache ich mir hier zack, auch noch eine Stufe hin. Ja, ich mache es nochmal auf der anderen Seite, damit wir so erstmal hier mitkommen. Einfach an der Stufe ran. Hier machen wir auch 2 Stufen hin und gleich hier beim Block machen wir eine Stufe hin. Danach nehmen wir immer umgedrehte Treppen und setzen die einfach mal jeweils hier so hin. Zack. Und zack, immer hier in diesen freien Flächen. Das sind 3 umgedrehte Treppen, die wir insgesamt hier platzieren. Und dann kannst du dir aussuchen, wie du das Ganze wieder machen möchtest. Entweder machst du mit Treppen, dass sie sich so anecken. Also machen wir es ganz nach oben. Ganz oben können wir natürlich auch die Stufe hier auf dem Baumstamm lassen. Ne? Machst du das mit Treppen oder nimmst Stufen? Das ist ganz dir überlassen, was du halt besser findest. Stufen oder Treppen. Ne? Okay, ich habe mir das jetzt hier einmal zugezogen. Auf der anderen Seite habe ich es dann auch noch einmal überstehen lassen. Und ich habe mich jetzt so entschieden. Ich habe euch ja gerade eben die Wahl gelassen. Das ist aber eine Sekunde her, das weiß ich zwar noch. Aber entweder Stufen oder Treppen. Ich habe jetzt einfach die ersten 2 umgedrehte Treppen darauf Stufen platziert und bei der letzten dann einfach eine Treppe wegen dem Baumstamm hier.
Aber das muss jeder für sich entscheiden. Ja, dann mache ich meine Blöcke wieder weg und gehe wieder an die Kiste ran und hole mir hier schon mal die zweite Reihe raus. Denn um weiterzubauen, brauchen wir, würde ich mal sagen, ein paar Kessel holen wir uns mal raus, denn ein paar Fichtenfalltüren. Wir wollen uns noch ein paar Fässer basteln. Ich weiß, später in Minecraft-Update gibt es auch Fässer, aber wir müssen uns ja erstmal uns anders helfen. Also von daher Kessel und Fichtenfalltüren nehme ich jetzt einfach mal für ein paar Fässer. Dann holen wir uns auch Bruchsteintreppen raus. Dann nochmal davon die Stufe und die Mauer. Dann holen wir uns Steinstufen raus. Dann steinzige Blöcke und Steine an sich. Und dann für unsere Fenster nehme ich einfach mal Glasblöcke. Welche Farbe? Ganz egal. Ich würde mal sagen hellblau. So, das hellblaue Glas ballern wir auch erstmal hier an den einen Fenster einfach hinten ransetzen. Da fällt ja auf, man kann ja denn hier auch wieder mit Tapete arbeiten. Da muss man mal gucken, wie man sich denn hier die Schmiede auch später einrichtet. Ich werde es mir auch einrichten. Das sehen wir dann auch, du weißt es, immer zur nächsten Folge. So, jetzt ist die Frage, was man weiß nächstes. Und zwar fliegen wir einmal auf die Rückseite unserer Schmiede und schnappen uns mal die Steine und Steinzieger. Mit den Steinziegern müssen wir ein bisschen vorsichtig arbeiten. Erstmal nehmen wir die Steine. Wir ziehen uns hier hinten noch so einen kleinen Anbau ran. Das sah man in der Folge. Und zwar, weil das hier noch so ein Anbau war. Bei der Spiel-App sieht man sowas nicht. Wir machen jetzt einfach hier neben dem Tor, ich sag mal hier auf der Seite jetzt hier rechts, lasse ich eine Reihe Platz und dann 1, 2, 3, 4 Steinblöcke nach hinten wegziehen. Das machen wir hier auch auf eine Vierer Länge, also von allen Seiten. Können wir das hier wieder zur Wand ziehen. Und das Ganze machen wir auch bis ganz nach oben, also 5 Blöcke müssen wir hier auch Platz lassen. So, ich ziehe mir das schnell hoch. Okay, haben wir das einmal hochgezogen, mache ich jetzt hier an der Seite einfach mal, dass ich hier so 2 Blöcke noch einmal in der Mitte platziere. Und dann nehmen wir mal die Steinziege. Und zwar ist das hier schon ein bisschen in die Jahre gekommen, der Anbau. Und zwar können wir hier so ein paar Blöcke austauschen. Aber Vorsicht, nicht übertreiben. Unser Dach besteht aus dem gleichen Material. Von daher sollten wir nicht unbedingt zu viel machen. Aber so ein bisschen können wir hier machen, dass halt die Fassade bröckelt. So, nicht unbedingt übertreiben und auch nicht unbedingt hier oben drauf platzieren, weil jetzt ziehen wir das Dach noch rauf. Da tauschen wir hier kurz mal ein paar Blöcke aus. Zack, so. Ja, wir machen einfach hier, können wir das einfach verbinden, könnten wir machen. Machen wir auch, oder? Nee, machen wir lieber nicht. Machen wir lieber nicht. Wir machen einfach hier ein paar Treppen an den Seiten einfach gerade rauf. Und dann hier oben machen wir die Stufen hin. Zack, und das müssen wir dann natürlich auch noch mit dem Dach einmal verbinden. Ist natürlich kein Problem. Zack, die Stufen können wir gerade bis nach hinten ziehen und hier müssten wir einfach nur die mittlere Treppe hier einmal weghauen, dass sich das hier miteinander verbindet. Ehrlich sind wir aber noch lange nicht mit unserem kleinen Anbau. Wir nehmen uns nochmal kurz die steinzige Stufen zur Hand, platzieren an den Treppen jeweils eine und dann hier als Verbindungsstück auch nochmal 2 Stufen. Dann machen wir hier noch ein Fenster rein, einfach jetzt hier auf der, ja, also ich sah jetzt auch in der Folge, dass nur jetzt hier auf der Seite, wo das Tor sich ein Fenster befindet, als... Könnte auch sein, dass hier auf der Rückseite ein Fenster ist, aber ich mache jetzt hier einfach nichts hin. Das wird sowieso bei mir alles ein bisschen Deko werden hier. Das heißt einfach, ich platziere mir dann hier auch einfach die Glasblöcke hin, weil du siehst ja, es ist ja ziemlich eng auch hier. Also von daher lasse ich diesen Anbau einfach als Deko, aber ich baue ihn, weil wir ja original sein möchten. So, dann nehme ich mir jetzt hier einfach ein paar Steinstufen hin. Ich platziere die unten und oben mir einmal, sodass das Fenster hier so fertig ist. Man kann sich das dann auch innen drin noch verkleiden, so zubauen mit blauem Beton oder so. Ich glaube, ich nehme blauen Beton so wie auf dem Boden, dann nicht hinter alles zubauen, dass man da auch nicht reingucken kann. Du kannst dann auch hier vorne nochmal bei diesem einen Tor, hier sage ich mal, diese Ablage vom Fenster halt einmal durch die Steinstufen austauschen. Sieht, glaube ich, besser aus. Machen wir einfach mal. Wir bleiben auch gleich hier auf der Seite und machen uns hier noch, würde ich mal sagen, ein paar Fässer hin. Ich mache mir einfach mal so ein Fass als Deko, ein bisschen gleich hier am Tor ran, einen Block Abstand und dann gleich hier das nächste Fass so ein bisschen hin. Das kann man sich hier so ein bisschen verteilen. Ich gucke einfach so auch, wie das beim Original war. Da war, sag ich mal, hier auf der Vorderseite auch nochmal so 2 Fässer, die ich mir einfach mal hier so ein bisschen hin platziere. Und da war hier vorne auch noch ein Wagenrad. Das können wir uns auch ein bisschen darstellen, indem ich mir einfach jetzt einfach mal hier auf dem Boden eine Stufe platziere. An den Seiten mache ich mir einfach hier auch nochmal 2 Stufen. Sind nicht richtige Blöcke jetzt, aber wir wollen ja so ein kleines Wagenrad, was vielleicht hier so steht, mal ein bisschen darstellen. Kann man ja so ein bisschen mal machen. Ich empfehle einfach mal die Bruchstein. Stufen. Wir hatten ja als Dach schon die Steinziege genommen, von daher passt das ja besser. Und dann machen wir uns oben auf dem Dach noch einen Schornstein hin. Da fliegen wir auf die Vorderseite unserer Schmiede hin. Und dann richten wir uns bei unserem Tor einfach mal bei der Mitte so ein bisschen aus. Wir haben hier eine Mitte und dann geht es hier so ein bisschen nach oben. Und dann gucken wir einfach mal, wo wir die dritte Reihe haben von oben. Wir haben ja 1, 2, 3. Und ab der dritten Reihe tauschen wir einfach mal hier die Treppe so ein bisschen aus durch einfach ein Ziegel. Eigentlich einen Bruchsteinblock einfach mal. Darauf machen wir eine Mauer zur Seite einmal weg, noch einmal erhöhen und darauf dann einfach eine Bruchsteinstufe. Ja, und das ist dann unser Schornstein hier.
von unserer Schmiede. Und dann können wir auch dieses Blockmaterial wieder wegtun, sind wir damit durch und gucken noch, was übrig bleibt. Zum guten Schluss unserer Schmiede holen wir uns einfach mal noch, würde ich mal sagen, ein paar Gegenstandsrahmen raus. Denn einen Kessel, ein Amboss, Eisengitter und eine Eisenfalltür. Alles das ist Deko und dann würde ich sagen, verbauen wir das. Fangen wir dann erstmal hier auf der Vorderseite nochmal an. Und zwar setzen wir erstmal überall die Gegenstandsrahmen hin. Und zwar über jedem Tor hier so ein bisschen hängt, sage ich mal, ein Hufeisen angenagelt. Natürlich haben wir in Minecraft jetzt kein Hufeisen, da können wir uns ein bisschen, ja, weiß ich, was wir da nehmen könnten. Ich nehme einfach mal einen Amboss als Hufeisen, symbolisch hier in Minecraft. Kann man ja ein bisschen sich hier, ja, mit einer Fantasie vorstellen, ne? So, dann fliegen wir einmal hier noch zur anderen Seite. Hier haben wir natürlich auch noch ein paar Gegenstandsrahmen zu platzieren. Ich fliege jetzt einfach hier auf der linken Seite unseres Tores hin. Setzen wir einfach hier noch zwei Gegenstandsrahmen. Da war auch, sag ich mal, hier so irgendwie so ein Topf rangefestigt an der Wand und irgendwie noch hier wieder ein Hufeisen an der Seite. Da kann man sich ja so ein bisschen verstellen, wie man möchte, ne? Einfach so ein bisschen als Deko. Und dann haben wir auf der anderen Seite hier über dem Fenster auch nochmal irgendwie so ein Hufeisen oder irgendwas gehabt. Kannst auch gerne was anderes reinmachen, ne? Einfach mal so ein bisschen als Deko hier mal platzieren. Und ganz oben hatten wir noch eine Lampe. Die mache ich mir einfach mal hier mit zwei Eisengittern und dann darunter einfach mal, zack, na, eine Eisenfalltür. Einfach mal so ein bisschen als Lampe oben, ne? Kann man ja mit Fantasie sich halt immer gerne vorstellen. Ja, auf der Rückseite hatten wir dann auch nochmal beim Tor ein Hufeisen über der Tür. Mache ich mir ja auch wieder so ein bisschen mit einem Amboss. Einfach mal so ein bisschen dargestellt. Und dann haben wir die ganzen Deko-Sachen platziert. Man kann natürlich noch, da fällt dir bestimmt auf, ey, ich habe ja hier noch auf der anderen Seite hier so eine freie Fläche. Ich weiß ja nicht, vielleicht platzierst du es dir gleich an ein anderes Gebäude ran. Ne, dann könntest du dir vielleicht auch noch oder ansonsten noch Fenster reinhauen oder sonstige Sachen. Man muss mal gucken, wie das Ganze da einrichtest. Ansonsten kannst du natürlich dir auch hier gerne ein paar Fässer oder sonstige Sachen halt als Deko platzieren. Lass mir auch noch was einfallen, mal gucken, ne? Aber ansonsten sind wir hiermit fertig. Als nächstes, wurde ja schon gesagt, bauen wir einen Stall. Guck ich mal, wie viel Platz hier noch ist. Wenn noch genug ist, dann bauen wir hier noch ein drittes Gebäude hin. Da habe ich mir schon was ausgedacht, was da hinkommt. Aber ansonsten, ne, ist dann hier auch die Westernstadt bald abgeschlossen. Wir sind aber noch nicht fertig. Für alle jetzt, die noch dran geblieben sind, gucken wir uns noch die Bank an. Das habe ich jetzt am Anfang vergessen, weil wir ja noch ein paar Themen hatten, die ich noch ansprechen wollte. Aber die Bank gucken wir uns noch an. Die ist jetzt eingerichtet. Gehen wir einmal unten hier kurz rein. Ist sehr eng in der Bank, kann ich nur sagen, ist mir aufgefallen. Und zwar, ja, habe ich die Bank ein bisschen simpel eingerichtet. Hier vorne so ein kleiner Wartebereich, ne, ein paar Bücher, ne, für die Akten, ne, was man sich abhebt und so, dass man hier Buchhaltung haben kann. Hier wurden gerade zwei Bücher rausgehoben. Ich denke, Minecraft ist alles größer, von daher habe ich hier ein paar Gerüste genommen. So als symbolisch, hey, da sind zwei Bücher jetzt rausgenommen und zwei Bücher sind jetzt hier. Dann habe ich mir gedacht, ich habe ja gesagt, die Bank gut überfallen. Und das habe ich mir auch hier ein bisschen, ja, gleich mal ein bisschen umgesetzt. Und zwar ist der Tresor hier offen. Wir haben festgestellt, hier wurde echt eingebrochen. Hier haben wir noch ein paar Kisten mit Gold, aber hier fehlen ja ein paar. Hier wurde ja auch aufgesprengt und wir sehen hier, die Banditen hatten es wohl eilig. Hier liegt noch ein bisschen was rum und da sehen wir die Kutschenspuren, die sind hier wohl mit Vollgas weggefahren. Ja, auch hier noch so ein bisschen und dann haben wir hier auch noch eine fette Sprengung. Man sieht hier richtig, ist aufgesprengt, dann sind sie hier abgehauen. Wohin? Keine Ahnung, die Spuren hören irgendwie hier auf, verlaufen sich im Sand und weg sind sie. Du fällt auf, ich habe hinten noch was rangebaut. Ich dachte mir so, hinten können wir was anbauen. Da ist ja glatte und so Fantasie ist offen, habe ich ja gesagt. Habe ich auch gemacht, so einen kleinen Safe hinten reingebaut. Der ist natürlich ein bisschen aufgesprengt. Da habe ich hier noch so eine kleine Treppe mir nach oben gemacht. Denn ich dachte mir oben, da wohnt vielleicht der Bankdirektor. Kann man denn hier auch rein, zack. Ja, simpel eingerichtet würde ich mal sagen. Der wechselt vielleicht immer, also dass er nicht halt durchgehend hier wohnt. Ne? So eine kleine Ablage hier. Ist auch alles immer mit Stufen hier gebaut. Also wir haben ja jetzt hier nicht wirklich, dass wir hier drauf einen, warte mal, ich nehme mal kurz einen Block, einfach hier so einen Block drauf platzieren können. Ne? Also muss man hier gucken, wie ich das mache. Hier habe ich mir gedacht, so ein paar Kisten auf dem Boden stehen hier mit seinen Klamotten drin. Dann hier so ein kleines Bett, hier alles gleich die neuen Gerüste verballert. Ne? Also Betten kann man damit gut darstellen für dich. Ja, so ein paar leere Regale stehen hier noch. Ein Kuchen, den können wir ein bisschen naschen. Ne? Ja, eine Kaffeemaschine. Ja, ich glaube, im Western gab es nicht so richtig was. Na, vielleicht kocht er sich hier gerade heißes Wasser auf oder sowas. Ja, ansonsten sehr simpel eingerichtet. Ein paar Spinnennetze könnt ihr mal wieder sauber machen, aber naja. Jo, das ist dann hier oben noch so ein bisschen eingerichtet. Dachte mir, kann man ja machen. Mir ist sonst nicht so richtig was eingefallen, was man bei der Bank hier noch so machen könnte. Büro wollte ich nicht unbedingt. Ich dachte mir schon, wenn er schon ein Bankdirektor ist, kann er hier auch drüber gleich wohnen. Hat das immer einfacher hier im Wilden Westen, ne? Dürfen wir halt nicht vergessen. Guti, so, das war's dann jetzt hier erstmal von dieser Folge. Wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Die Schmiede ist fertig. Da ist sie. Vielleicht kann man sich ja auch noch ein bisschen mehr Deko machen. Warte mal, einmal vielleicht hier auch noch irgendwie Kessel oder so, dass es halt hier ein bisschen voller ist.
Naja, ich lasse mir noch was einfallen, wie ich das hier mache und dann sehen wir das einfach zur nächsten Folge wieder, ne? Na gut, so, dann stelle ich mich hier einfach mal vorne Safety hin und dann sage ich nur eins zu dir und zwar ganz einfach, tschüss.